Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Team Projekt zusammen mit dem Chris wieder. Moin. Jo. Jetzt habe ich noch da zwei, drei Baden, da bin ich mit dem ersten Feld durch. Und ja, dann setzen wir aufs nächste Feld. Dann pressen wir es, oder? Jo, hätte ich gesagt. Silage oder nur Grasballen? Grasballen und dann hat ich gesagt am Hof. Ah ja, hast du ja. Durch den. Ja, ja, weiß ich. Jetzt ist mir wieder eingefallen, wo du es gerade gesagt hast. Ich hätte mich dann, wenn ich dann die Gewächshäuser, zum Beispiel jeweils überall eine Ladung Wasser reingeschmissen habe, schon mal ums Dreschen kümmert. Ja. Lass mal weg. Soll ich hinbringen? Ganze Mehlproduktion. Also der Shader oder die Textur von wie es dreckig wird, schaut schon gut aus. Oder was sagst du dazu? Jo. So, Küssen Aufroll. 60.000 Liter. Ja, da kommt man sehr schön ein paar Tage aus. Jo. Ist ja nicht so wie normalen Season, also mit dem 19er. Das Wasserfass hat so richtig Gulli hingestellt, Alter. Warum steht so schief dort? Oder was meinst du? Natürlich. Das ist noch schiefer, kann man so gefühlt nur hinstellen. Wie direkt den rechten Winkel zum Fass. Ah ja. Soundrohr bei uns dann die Dinge noch verkaufen. Sehr ablösen. Mach ich gleich mal bei hinten bei die Bienen, kann ich dann gleich noch ein Ding machen. Soundrohr. Was war das andere Feld nochmal, Fans, wo wir gesagt haben? Unter der 21. Unter der 21. Ah ja, da nehmen wir einen Hub gleich. Wir schauen ja alles mehr, also. Jetzt können wir auch von den Bienen aus auf unseren Hof fahren. Hm. By the way, Bienen, da hast du ja schon die erste Palette schon verdient. Ja, muss ich dann wegkommen. Die ersten Eier haben wir auch schon. Mhm. Eng, Alter.
Ja, Digga, ein Rübenvollernter, die wollen wir verarschen, Alter. Sie. Was haben sie jetzt gekauft an Rübenernter? Ist eine 10er Ernst, oder? Vollernter. Für 400.000 Euro, Skusler. Arsch viel auf jeden Fall. Ich muss auch so denken, die hatten nur Arsch wie viel Kohle halt, oder? Aber dafür haben sie halt kein Extra wie wir. Oh nee, da ist es mit Drehschirme rüber. Ach nö. Mit dem Drescher rückwärts, mit dem Drehschirme rausrangieren. Yibi. Viel Spaß. Da wünsche ich dir wirklich viel Spaß mit dem. Sehe ich sogar. Also, dass die Achse hinten denkt. Die zeigst du echt direkt eigentlich. Und dann, wenn man es auch noch kann. Also dreh ich mal fahren kann ich nicht. Ich schon. Ja, dann muss es ja gehen. Also wenn nicht so ein Scheißbaum im Weg wäre. Zweiten Anlauf bin ich raus. Und viel Spaß mit der ihren Maschinen in Dreiachse Glas Ladewagen zu ziehen. Kommt sich jetzt wirklich jetzt erst die ganze Maschine. Naja, deine Problem. Was ich vorhin gesehen habe, dass wir haben ein Kartoffelfeld. Haben wir das wieder verkaufen oder und dafür uns ein anderes Feld zu kaufen? Ja, wir haben ja keine Schweine, da brauchen wir es ja nicht. Oder was meinst du? Ne. Ja, die 18. Also dem Hiegel auf, er hat der Fan schon zu tun. Kaufe ich die 22 einfach. Ja. Oder warte mal, was kostet denn die Rübenvollernter? Guck ich mal. Eigentlich feldertechnisch sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, tatsächlich. Unser Rübenzeug verkaufen würden. Hier hätte man 100k dazu bekommen. Und wir dürften ja rein theoretisch Kredit aufnehmen, weil wir haben nicht gesagt, dass wir es nicht dürfen. Haben wir uns dann den ganz großen von Europa kaufen oder den Grimme? Ich schau mal kurz. Ich glaube, als erste der Grimme eigentlich reichen. Feldheckler. Rübentechnik, na. Wo ist denn das? Rübentechnik. Also, sehr schade. Ah, so freche Abteilung gewesen. In der Garage, wo ich da. Oliven, Rüben. Was für einen Roba? Tiger 6S? Grimme. Ja, also entweder den Tiger 6S, da müsste man halt einiges aufnehmen. An Kredit. Oder halt den Grimme. Ja, dann nimm den Grimme. Den Grimme. Was haben wir was anderes, weil den Roba haben wir halt schon gehabt. Da kaufe ich unsere Rübensache wieder. Und unseren Kredit auf. Mal 150 auf. Müssen wir noch mehr was so auf der Seite haben. Ja, wie viel denn der Aufsatz kosten? Eine ohne 80k. Und 580k, wo man da ausgeben müsste. Ist ja halt schon eine Investition, aber. Naja, gut, wir wollen es aber auch noch erweitern. Das muss ja nicht. Kann man den ja immer noch kaufen.
schnell weg. Geht da mal noch die erste Bahn fertig. Ich muss schon ja alles sehen, wenn du willst. Ha? Ich muss auch nicht alles sehen, also. Ja, ich werde dann glaube ich einmal auf Ballenpressen umsteigen, aber. Und dann wieder weiter mähen. Weil so viel werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen, je nachdem, was halt in dem anderen Feld runterkommt. Ja, deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt dann einmal die Ballen, oder? Ja. Und dann mähe ich da weiter. Das Gute ist, wir haben auch zwei Windräder, dadurch kommen wir auch noch ein paar Module. Ja. Wie viel kriegen wir da? Insgesamt 800 in der Stunde. Wow. Ich glaube, die Dauer, wenn die sich das schon. Und wenn wir es rein durch nicht brauchen, wenn wir es einfach. Ja, gut. Dann können wir es rein durch verkaufen, weil das bringt ja auch noch 300k, glaube ich, oder 400. Also. Bringt gut was. Soll ich mit dein weiter Ding machen? Ballen pressen oder? Kannst du aber auch ein Glas nehmen, so ist eigentlich egal. Dann lass ich den dort stehen und nimm den Glas. Und mäh dann wieder weiter. Ja. Die Press steht irgendwo da in der Halle, hab ich gesehen. Ja, da wird gegengefahren bist. Mhm. Boah, Gott sei Dank Quaderballen. Alter, ich hab schon gedacht, wir haben Rundballen. Naja. Ja gut, wenn wir Rundballen hätten, dann hätte die kleine Presse-Wickel-Kombination gekauft. Das fällt noch mit Weizen und das mit Weizen. Ja, das hat mich was unterkommen will. Amazing. Jo, dann schauen wir mal, wie viel wir da oben kriegen von dem Feldballen. Je nachdem muss ich ja gar nichts mehr da weitermachen. Weil wir waren ja auch eine Hexen. War ja auch noch. Daher. Was ist das ja? Blöd. Ich habe gerade überlegt, ob wir uns nicht ein größeres Wasserfass holen. Alter, der wird auch gar nicht mehr reinkommen, die Lausen. Wahrscheinlich früher oder später wollen wir sowieso den Zaun bekommen. Jo. Jetzt werden wir erst einmal wickeln, dann schauen wir weiter. Ah, jetzt haben sie die Felgen gescheit gemacht. Okay, was? Hm. Ich hatte mir auch vorher solche hässlichen grünen Felgen wie wir. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar. Und ja, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Und dann schaut es im nächsten Video wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.